Sollten es Narrenkappen, nein, natürlich Propellerpilze sein, dann schnappe ich mir dafür nochmal ein paar. Aber ich glaube, hier, doch, hier gibt es welche. Ja, nehmen wir das große Packen. So, reicht. Wie viel habe ich jetzt? 28. Okay, das könnte reichen. Vielleicht, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Nehmen wir gleich mal einen. So, sehr schön. Okay, auf geht's. Bisschen Wegstrecke haben wir ja noch vor uns. Mario muss noch ein bisschen laufen durch Lava und Zeug. Und Zeug, hauptsächlich durch Zeug. Ja, das war eben gerade Gebiet 2 schon. Na gut, Gebiet 1 eigentlich. Jetzt hier Gebiet 2. Hier hat man super viel designt. Extra für diese Welt. Finde ich cool. Das nächste Gebiet. Geht ja einmal komplett rum. Hier durch die rechte Röhre kommt man ja... Oh, ne, ich gehe. Ne, kommt man ja genau dahin, wo wir jetzt hingehen. Eben ein bisschen anders. Und... jetzt kannst du mal schön sprinten, Mario. Jetzt, wenn man auf der rechten Seite guckt. Oder? Nee, auf der linken war es vorhin. Naja, egal. Unwichtig! Bowser's Castle, Bowser's Keep, Bowser's Versteck. Und, ach stimmt, ein paar Leben habe ich mir auch noch gekauft. Hoch auf 98. Okay. Gut. Wenn ich die berühre, dann fangen die Teile an, wie beschissen zu attackieren. Okay. Also nicht drauf treten, ja? Das war jetzt eben nur mal... Oh. Man kann auch mit einem besseren Upgrade rausgehen. Okay. Das war nur mal zur Demonstration, was man nicht machen sollte. Logisch. Und bedrohliche Musik. Okay, es geht gleich richtig los. Fallen. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ich bin ja mal gespannt, ob es wieder irgendwas gibt, wie Schlüssel oder ähnliches. Oh, okay. Ui. Okay, geht einigermaßen. Oh, zu viert ist das hier bestimmt grausam. Irgendjemand tritt immer auf das Teil. Toll, wie komme ich da am besten hoch? Ja, ging nicht anders. Aber geht vielleicht schon anders, aber ich habe es jetzt nicht herausgefunden. Scheiter! Ah, und unser Fahrstuhl geht jetzt weiter, oder wie? Ja, geht weiter. Werde ich auch hin teleportiert? Ah, sozusagen. Gut, also wir gehen schön fahrstuhlmäßig nach unten und machen Level für Level, ähnlich wie die Idee mit den Schlüsseln, nur halt ein bisschen anders. Jetzt mit Schaltern. Ist ja in Ordnung. Das mit den Schlüsseln hatten wir auch... Wow, in another super... What the fuck? Hey, ihr seid sozusagen Typ-Typs, nur halt in Untot. Toll. Ah, Feuerbruder. Geh weg und Typ-Typs. Geht auch weg. Toll, den brauche ich. Psst. Ja. Sehr gut. Schon die zweite Münze. Ist ja mal fix. Oh, ein Scheiter. Wie viele Gebiete es wohl gibt? Also 3 Minimum. 3 ist ja so die magische Zahl in allen Videospielen. Vielleicht gibt es noch mehr, aber 3 gibt es Minimum. 3 Gebiete, genau. Was jetzt da runterkommt, da bin ich mir nicht so sicher, aber schauen wir mal. Okay. Und die hier sind auch ein bisschen neu. Also ich meine so eine... Was? Münze? Ach toll. Die Art Gegner kennen wir schon, aber... so haben wir das noch nicht gesehen. Das war hier gerade die dritte Sternmünze. Die findet man normalerweise nicht vor dem Mittelpunkt. Was habe ich getan? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Werden wir alle sterben? Alles Weitere nach der Werbung, genau. So machen wir das.
Ah, hier oben geht's nicht weiter. Schade eigentlich. Und, okay, großer Schalter. Der war ja auch größer als die anderen, oder? Heißt das, wir kommen jetzt zu Big Boss Bowser? Oder... Ich hätte ja noch gerne so einen Mittelpunkt oder irgendwas. Oh, okay. Ja, wir fallen runter. Und ich soll nach links gehen, wurde mir gesagt. Nein, okay, links gibt's nichts. Oh, Mittelpunkt, ja. Und große Bustür. Und es gibt zwei Upgrades, dann werde ich die wahrscheinlich auch brauchen. Okay, Bowser. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Endkampf strukturiert ist. Gut, das kennen wir ja schon. Pff, ja, klar. Bin ich das oder waren das nicht mal nur drei? Na, vielleicht waren es auch voll fünf, ich weiß es nicht. Und ich war schnell genug, dass ich keine dritte Welle kriege. Gut. Na, Bowser, sollen wir dir deinen Zeh verbrennen oder springst du freiwillig hoch? Feuer! Ja. Du wirst langweilig. Mach mal was Neues. Oh, das ist neu. Ups. Da bin ich jetzt gerade total unvorbereitet gewesen. Und okay. Du stehst jetzt gerade echt doof. Geh mal ein Stück zurück. Bäh. Okay, wir müssen das Ganze dreimal machen. Das sollte funktionieren. Und spuck. So, gut, reicht. Okay, noch einen Schalter. Mario guckt so nach unten und wir fallen. Was? Wir fallen da unten? Das ist neu. Was? 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 Ey, es gibt einen neuen Endkampf. Was? Hör mal auf, Zeug zu werfen. Ich beschieß dich. Das ist... Das Zeug... Ja, das Teil ist echt mies zu steuern. Das ist, man fühlt sich wie im Wasser. Ich gehe mal davon aus, dass ich Bowser hier abknallen muss oder so. Wenn er dann Schaden kriegt. Ich weiß es nicht, kann ja sein. Sieht so ein bisschen so aus, aber nur so halb. Irgendwie. Toll, Feuerbälle auch noch. Die Teile hier kann ich zerschießen. Muss ich wahrscheinlich auch. Ja, nicht treffen lassen, Mario. Nicht treffen lassen. Du willst nicht getroffen werden. Ja, wie gesagt, man fühlt sich hier so ein bisschen wie im Wasser. Das Ding ist irgendwie komisch zu steuern. Wie oft ich ihn treffen muss. Das waren jetzt schon 4, 5 Mal. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber... Nochmal, noch zweimal. Aber bei solchen Kämpfen ist es eh immer das Wichtigste, nicht getroffen werden selber. Kann es sein, dass ich ihn nur ablenke, indem ich ihn beschieße und ich muss hier irgendwie durchkommen, ohne zu sterben? Kann das sein? Ich weiß nicht. Möglicherweise. Weil er wirft nicht, wenn ich ihn ein paar Mal getroffen habe. Naja, doch, er wirft schon relativ schnell weiter. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich ihn auch 20 Millionen Mal treffen. Okay, ich fall schon mal nicht irgendwie blöd runter oder so. Zeit wird knapp. Okay, ich geh mal hier unten lang. Kann er mich ja eigentlich nicht treffen, oder? Nein, kann er nicht. Gut. Obwohl, manchmal wirft er schon eine sehr, sehr hohen Kurve und dann kommt es ganz knapp hinterm Schiff auf. So, hier das wegmachen. Nein, nicht treffen lassen. Ah. So dieses Umschalten zwischen nach oben oder nach unten fliegen. Das ist merkwürdig. Und Endkampf? Habe ich ihn oft genug getroffen? Was? Was? War das so die letzte Flamme, mich noch umzubringen? Oder wie? Hey, das hört sich gut an. Wuhu! Ich gehe mal davon aus, ich musste ihn irgendeine bestimmte Anzahl treffen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich noch weitergegangen.
Er wollte mich mit der Endflamme noch killen. Naja, gut. Oder noch grillen, besser gesagt. Und das stelle ich mir auch richtig schwer zu viert vor. Mario! Peach! Yeah! Und Levitation bis nach unten. Sehr schön. Neuer Bosskampf. Wer hätte das gedacht? Und Mario freut sich. Darf er auch. Und das war wohl dann Your Super Mario Bros. Wii. Oh. Yay! Oh, sowas ist viel geiler, wenn man das mit anderen Leuten machen kann. Ey, da sind echt viele Münzen. Und man kann hier nicht zur Seite durch. Ui! Komm schon! Nein, nein! Fail! Und da sind alle aufgezählt, die hier mitgearbeitet haben. Ein Riesenprojekt, also wirklich sehr cool, dass das Ganze zustande gekommen ist. Man muss ja daran denken, die Leute werden nicht bezahlt. Die haben das alles freiwillig gemacht. Vielleicht gibt es irgendwo eine Möglichkeit zu spenden, ich weiß es nicht, aber es ist völlig gratis. Also jeder, der New Super Mario Bros. Wii hat, kann das spielen. Wie? Das habe ich ja schon. Oh, hier kriegt jeder ein bisschen was. Das habe ich ja schon. Da habe ich ja schon Anleitung zu gemacht. Einfach mal danach suchen. Wie kann ich. Ich glaube, damals habe ich es genannt. Wie kann ich in NASA Super Mario Bros. Wii spielen? Ey, jetzt geht mal hier weg. Das ist meine Münzen. Meine Münzen. Ah, hier ist auch wieder so ein Powerblock. Nein! Ach, ich würde doch einen Stampfattacke machen. Außer denkst du jetzt wahrscheinlich, oh, so ein Idiot, wie konnte der mich schon wieder besiegen? Wieso? Pop 006. Sehr schön. Und Scavo. Also Scavo hast eine sehr schöne Arbeit geleistet. Schöne Sache. Freut mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke auch vielen meiner Zuschauer. Okay, hier habe ich alle. Snowy Day. Die restlichen Münzen werde ich jetzt erst einmal nicht suchen. Also, das werde ich ganz einfach so halten, wie zum Beispiel Desmic Let's Plays allgemein macht. Wenn ich Lust habe, werde ich es tun. Wenn ich keine Lust habe, werde ich es nicht tun. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Lust, dann werde ich die Münzen alle noch holen. Aber vielleicht ja auch nicht. Mal schauen. Ah ja, das asiatische Level, das war cool. Das war voll innovativ. Ich meine, es kann sein, dass es irgendwann schon mal auf einer DS-Version sowas ähnliches gegeben hat, aber ich fand's sehr, sehr innovativ. Und das Weltraumlevel war auch ziemlich cool. Das hat man ja ansonsten nur Galaxy Marios. Weniger dann in diesen 2D-Varianten. Naja, weniger. In Mario Golden Coins war ja auch eine Weltraumwelt drin. Aber Yoshi hat mir ein bisschen im letzten Gebiet gefehlt. Das hätte man ruhig noch einen Yoshi mit einbauen können in irgendein Level. Muss ja nicht irgendwie großartig was mit Yoshi zu tun haben, aber ich finde, der gehört eigentlich überall dazu. Überall. Und jetzt, man sieht natürlich oft dieselben Namen, weil das einfach, ja. Oh, your promotion is support. Witzele. Yay. Weil das eben eine relativ kleine Gruppe gemacht hat. Ich weiß nicht, ich glaube so 12 Leute oder so, irgendwo in dem Bereich. Riesenprojekt für 12 Leute. Schön gemacht. Herbstwelt! Stimmt, die ganzen Bonuswelten, die waren ja auch nochmal immer ein bisschen anders. Very special, thanks. Ja. Und ich werde auch mit erwähnt. Danke dafür. And you for playing! Da werde ich zweimal mit erwähnt, das ist aber nett. Dankeschön.
Und alle freuen sich. Und ich habe 591 Münzen gesammelt. Viel mehr als alle anderen. The End. Ja, jetzt würde mich echt noch interessieren, ob es ein Speziallevel gibt, wenn ich alle Sternmünzen sammle. Das muss ich jedenfalls, das muss ich noch rauskriegen. Dann, habe ich viel mehr Motivation, das zu machen. Ja, das sieht so aus. Hey, every exit in Cooper Planet. Und, 354? Brauche ich 354? Oder... Luigi, du hast das falsch verstanden. Die Dinger gehören nicht auf deinen Kopf. Das ist kein Helm. Du musst nach unten. Okay. Nochmal schauen. Da hat sich jetzt noch ein... Naja, eine Welt, würde ich jetzt nicht sagen, geöffnet, aber... Ja. 354. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann ja hier... Ne, hier habe ich alle Münzen, oder? Ja. Wie viel habe ich denn? Kann man das irgendwo sehen? Ich habe 309 eingesammelt. Und ich brauche vielleicht 354. Das wären gar nicht mehr so viele. Und das für ein Bonuslevel, dann würde ich mir das überlegen. Wie viel... Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, okay, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 24, 39, 40, 1, 2, 3, 44, 45, 46, 46. Ne, das wären sogar mehr. Dann. Ja, jetzt noch 40 drauf, sind es 49 und dann. Oder habe ich mich um 1 verzählt? Das wären dann 355. Oder brauche ich eine nicht? Ich habe mich wahrscheinlich verzählt. Kann ja sein. Also, dann würde es hier weitergehen. Keine Ahnung, was das bringt. Ob es uns zu einem neuen. Zu einer neuen Welt bringt oder irgendwas. Werden wir mal sehen. Aber wie gesagt, das macht mir jetzt eigentlich noch viel mehr... Naja. Wie kann man das sagen? Es macht es wahrscheinlicher, dass ich die Münzen doch noch alle hole und mal nachschaue, was sich dahinter verbirgt. Okay, das war's mit Neo Super Mario Bros. Wii fürs Erste. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und wir sehen uns dann bei Trine. Und danach mache ich's genau wie Desmic. Wenn ich Lust habe, let's play ich was. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Und habt Spaß an meinen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.